Hallo Freunde der Gubbel Gubbel Gelbsucht. Hier ist euer Mario und ich freue Landlose. Mich, mir, Mupf, nein, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir in meinem abgefuckten Truthahn Springfield. Ich bin ein bisschen über der Kap heute, aber das ist nicht so schlimm. Die Thanksgiving Day Parade ist abgesagt, nachdem alle Wagen beschädigt worden sind. Schade für die Zuschauer, aber es erspart mir banale Fernsehkommentare zur Parade. Danke, Vandalen. Kent Brockman, das Arschloch. Keine Sorge, wir werden die Kriminellen schnappen, Kent. Oder wir schieben es auf die Teenager. Oder Einwanderer. Oh, oder Einwanderer im Teenageralter, ist das was? Unser Quickie-Mark-Korrespondent berichtet, dass auch alle Tiefkühltruthähne gestohlen wurden. Oh, das ist nicht gut. Okay, ich kann es verschmerzen, wenn Paraden ruiniert werden, aber fehlendes Essen... Da muss was getan werden. Lass Homer den Quickie-Mart untersuchen. Huh! Mein Homie-Baby, der kann nicht. Der muss noch 3 Minuten warten. Gratis! Riesige Krallenabdrücke, Pickspuren, übergroße Federn. Ganz klar, wer das war. Flanders! Das war nicht dieser Pullover-Freak. Diese langsamen Straßenschiffe hat Big Claw erledigt. Oh, Big Claw? Also ist die Legende wahr? Im Gegensatz zu der, dass der Weihnachtsmann auf dem College Zimmerkollege der Zahnfee war? Jeder weiß, dass die Zahnfee ein Fernstudium gemacht hat. Ernsthaft? Dad, du kannst doch nicht ernsthaft dieses Big Claw-Gewäsch glauben. Da fällt mir ein, ich muss ein Schwein noch waschen. Es heiratet morgen. Ich bin seine Mitgift. Was? Du bist seine Mitglitoris? Was zum Geier ist mit dir? Lass die Klitoris Lügengeschichten erzählen. Aha! 6 Sekunden lang lügt mich die Klitoris voll. Das Gequatsche. Das Landeis. Ich sag da nichts zu. Hillbilly. Na komm schon. Ich bin vollkommen überzeugt, Big Claw pickt unter uns. Keine vorherigen Schlüsse. Weißt du noch, als du das Loch Ness-Monster in Maggies Planschbecken gesehen hast? Das war nur der Hund. War es? War es? Ja, war es. Aber das hier ist anders, weil ich nüchtern bin. Oder fast nüchtern. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss was dagegen tun. Gegen nüchtern oder was? Lass Huber beim Trinken lässt er rein ablassen. Auch wieder 6 Sekunden. Hier, Trottel. Einfach die Theorien glaubt. Apu ist ein Trottel und ein Flanders. Entschuldigung. Flanders ist auch ein Trottel. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Gut, 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 gut. Mr. Flanders, sagen Sie mir bitte, dass Sie nicht daran glauben. Ich glaube an alles Mögliche, das nicht bewiesen werden kann. Das ist genau mein Ding. Und ich bin hier, weil es nicht viele Gruppen gibt, die mich aufnehmen. Selbst die Katatoniker im Krankenhaus rücken mit ihren Stühlen von mir weg. Hier sind Sie willkommen, Kumpel. Zumindest bis sich noch jemand anschließt. Dann sind Sie raus. 25 Bäume wurden in mein Inventar hinzugefügt. Schaffe beste Bedingungen für deine Jagd. Indem du ein Waldgebiet in Springfield anlegst. Aber ich habe doch schon so viele Bäume. Und ich habe auch schon so viele Waldgebiete in meinem Springfield. Ich habe ganz viel Wald in meinem Springfield. Eigentlich müsste es Springwood heißen, nicht Springfield. Ist ja gar kein Feld, ist ja Wald. Es ist ja quasi alles Wald, was ich hier habe. Mein Gott, so viele Bäume, das hätte ich zu fassen. Was haben wir denn hier noch? Glückwunsch, Springfield. Finde die mysteriöse Beste, das gefährlichste Tier. Hilf Homer, die Existenz von Big Brother zu beweisen. Finde eine mysteriöse Beste und scheuche sie auf. Sammle Pelze und bastle dir die ultimative Jagdrüstung. 30. November. Spielen! Ich habe euch alle hier um die wichtigste Aufgabe gebeten, die ein Mann haben kann. Falls es darum geht, Vater zu sein, das habe ich hinter mir. Nein, es geht darum, ein riesiges, möglicherweise nicht existierendes, vogelähnliches Ding zu fangen. Ich werde ihre Bestie finden und ich werde sie kostenlos ausnehmen, ausstopfen und ausstellen. Und wenn ich möchte, dass sie nur finden? Das müssen sie bezahlen, das Paketangebot geht dann aber nicht mehr. Oh, rekrutiere Springfields gewagtesten Jäger auf deiner Suche nach Big Claw. Grant Connor und Springfielder Jagdbedarf, naja. Kostet eh wieder nur Donuts. Brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich nicht. Kommt mir nicht ins Haus.
Naja, eigentlich schon, aber wenn ich sie mal habe, dann gebe ich sie nicht mehr her, meine Donuts. Nur sehr ungern. Können Sie es sich bitte nochmal überlegen? Muss man wirklich ein armes Tier umbringen, nur um eine verrückte Theorie zu beweisen? Ich fürchte schon, Lisa. Tiere umbringen ist eben amerikanisch. Denk nur an den Murmeltiertag. In dem Film stirbt das Murmeltier aber nicht. So wie ich feiere schon. Und du solltest sehen, was ich an jedem 4. Juli mit einem Weißkopfseeadler mache. Die Dinger stehen unter Naturschutz, Alter. Was machst du damit? Was macht ihr hier draußen? Ich versuche zu entspannen, indem ich Dosen von einem Zaun runterschieße. Schießen ist mein Yoga. Du alter Waffensack. Wir jagen die gefährlichste Zaundose von allen. Big Claw. Zaundose, alles klar. Klingt spannend. Vielleicht könnte ich euer Fährtenleser sein. Ich habe diese Dose bis zu ihrem natürlichen Lebensraum verfolgt. Diesen Zaun. Ja, voll der natürliche Lebensraum. Da wachsen die Aludosen auf dem Zaun. Ich treffe normalerweise keine spontane Entscheidung, aber sie sind eingestellt. Für das Doppelte, was ich sonst verlange. Nein, das Dreifache. Das Doppelte, Dreifache. Hä? Hobie Baby, hast du einen an die Klatsche gekriegt? Ich meine, doppelt einen oder dreifach? Oder doppelt, dreifach vielleicht? Gegenstand jetzt platzieren oder den Speicher legen. Wir platzieren natürlich, so wie sich das gehört, baue ich meinen Campingplatz hier mitten in meinem Grusel-Horror-Viertel auf. Auf das sie auch genau wissen, worauf sie sich einlassen. So, Buck McCoy ist jetzt im Store verfügbar. Fuck you, Buck McCoy, you just want to have my donuts. Go and fuck your self. Nie. Ja. So viele Bonusdinger. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich mir davon vielleicht welche. Ich meine, ich habe ja schon so ein bisschen was jetzt hier wieder an Donuts zusammengesammelt, aber. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Warum sind da so viele Tiere? Ich habe schon 7 verschiedene Arten von Exkrementen gesehen. Die kommen nicht nur von den Tieren. Mo! Ihr habt sie alle aus dem Wald verjagt, als ihr versucht habt, Big Claw aufzuscheuchen. Und jetzt werden diese armen Tiere verletzt werden. Entspann dich, Liebes. Wir werden ein ganz anderes armes Tier verletzen. Homie Baby, du kleine Ratte. Ihr werdet diesen Tieren also nicht wehtun? Werde ich nicht. Nein, ich nicht. Tippe wilde Tiere an, um zusätzliche Pelze zu erhalten. Genau. Schlangen und Truthähne sind ja auch bekannt dafür, dass man von ihnen Pilze bekommt. Eher bekomme ich einen Pilz von einer Schlange als einen Pelz. Alter, was ist mit euch? Rettungsmission auch noch. Wie unverschämt. Dem Himmelsfinger sei Dank haben jetzt all diese Tiere ein Wildreservat. Wie ein schöner Zoo ohne Käfige, der die Raubtiere davon abhält, jeden aufzufressen. Na toll. Ich habe als Himmelsfinger versagt. Zoos sind cool. Es schmeckt einfach besser, wenn man aus einem Giraffenkopf trinkt und der Hals der Strohhalm isst. Bart, Zoos sind uncool. Hab ich schon hinter mir. Gegenstand jetzt platzieren oder den Speicher legen. Platzieren? Was denn sonst? Ich weiß gar nicht. Was zum Geier ist das? Das sieht nicht gut aus mit dem Regenbogen da. Das sieht falsch aus. Das gehört bestimmt nicht hierhin. Wildlife Sanctuary. Okay. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Wenn auch mit einem Haufen neuer Beute. Also doch nicht da, wo ihr angefangen habt. Homie Baby, mein Gott. Ich glaube, die Bibel hat recht. Um Tiere aufzuspüren, braucht es mehr, als sich nur umzusehen und zu hoffen. Sagt das die Bibel so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dieses Buch nie gelesen und ich werde es definitiv auch nicht lesen. Aber, naja. Kann ja jeder machen, wie er will, ne? Wir müssen schlauer sein und Essen als Köder benutzen. Wie ironisch. Ich dachte immer, ich wäre der Einzige, der beim Essen sterben wird. Oh, Homie. Wie gemein. Die armen Tiere. Was macht man nicht? Oh, nichts passiert. Big Claw ist bestimmt nur eine Lüge, die sich Landeier ausgedacht haben. So wie man sagt, dass man auf Löffeln Musik machen kann. Man kann auf Löffeln Musik machen, Homie Baby. Aber egal. Gubbel, gubbel, gubbel. Oh mein Gott, das ist Big Claw. Er kam, als ich aufhörte, an ihn zu glauben. Genau wie eine Herzkrankheit. Oh, er ist sauer, weil er weiß, dass wir ihn erlegen wollten. Truthähne sind so empfindlich. Gegenstand jetzt platzieren oder den Speicher legen. Oh, da ist ein Schweinchen drauf. Ja, am besten ist es noch mein Proper.
Mein Spiderschwein! Wer hat mein Spiderschwein geröstet? Ich glaube, es geht los. Oh Gott, Jesus, Homie! Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, dass etwas, das Big Claw heißt, freundlicher wäre. Es ist ein Monster. Aha. Hast du ordentlich einer auf die 12 bekommen, hä, Homie? Kein Monster, aber ein wissenschaftlicher Versuch, größere Truthähne zu züchten. Vielleicht hat es Nachteile, Gott zu spielen. Und einen Vorteil, ein Abendessen mit einem 200-Pfund-Truthahn. Kann ich zwei davon bestellen? Es gibt nur einen und ein weißes Hemd und eine blaue. Ein weißes Hemd und eine blaue Hose sind kein Schutz gegen ihn. Haben Sie sonst noch was zum Anziehen? Ah. Ich habe noch ein weißes Hemd, und eine blaue Hose. Trage ich aber nur zu Hochzeiten. Oh, und mein Bärenanzug. Ich glaube, man könnte ihn umfunktionieren. Lass dein Essen lebendig werden. Die Haustiermutantenpflanze ist jetzt im Store verfügbar. Oh, die ist aber auch schon alt. Die gab es, glaube ich, schon beim Clash of Clones, oder? Diese komische Haustiermutantenpflanze. Tippe weiter wilde Tiere an, um Big Claw aus seinem Versteck zu locken. 230? Puh. 230 ist eine Menge Holz, würde ich mal fast behaupten. Na bitte, passt wie ein Handschuh. Wie ein Handschuh? Na gut. Ja, wie ein Handschuh, in den du deinen fetten, kahlköpfigen Körper gepresst hast. Genau wie ich sagte, ein Handschuh. Naja gut. Stürze dich in den ewigen Kampf zwischen Mensch und Bestie. Du hast den animierten Job gegen Big Claw Kämpfe für Homer freigeschaltet. Ah, okay. Ein selbstgemachter Anzug hat irgendwas an sich, das die Hormone fließen lässt. Oh, bist du sicher? Nicht böse sein, Dad, aber ich glaube, das Einzige, was fließt, ist Schweiß. Im Schweiß sind auch Hormone, kannst du nachsehen. Gut. Sobald ich die Energie finde, mich unter diesem Gewicht zu bewegen, kann ich losstolpern, um mich am Big Claw zu rächen. Na gut. Dad, ich weiß, ich frage das oft, aber ist das wirklich eine gute Idee? Würde ich vorher über mein Tun nachdenken, wäre keins von euch Kindern je geboren worden. Und dann könnte ich noch nicht einmal deine Frage ignorieren. Also, Hakuna Matata. Hakuna Matata? Wie heißen die beiden? Hakuna Matata. Timon und Pumba, genau. Ja, eigentlich ist ja auch Simba. Ja. Ja, so viel gibt's hier nicht mehr für mich zu holen jetzt. Ne? Nur noch eine letzte Animation, für die ich weiterhin gegen Big Claw kämpfen muss. Lass Ned für Homers Erlösung beten. Oh je. Armes Ned. Interesse an ein paar Thanksgiving-Truthähnen? In der Fachsprache der Geflügelbranche sind sie, vom Laster gefallen. Ja, Moe ist schon am Zielen auf dich, Tony. Vorsicht. Moment, Sie waren das mit dem Überfall auf den Quickie Mart? Und nicht Big Claw? Nun, jemand aus meiner Mannschaft hat sich die Hand bei einem Roulette-Unfall verletzt und jetzt nennen wir ihn Big Claw. Die Antwort lautet also ja und nein. Das würde eine Jury verwirren, richtig? Ich weiß nicht, Fett Tony, die Jury ist nicht dumm. An diesen Truthähnen kleben noch Quickie-Mart-Preisschilder. Lisa, Vorsicht, du bewegst dich in gefährlichen Gefilden. Diese Truthähne werden wohl mit Betonschuhen schwimmen gehen, aber ich werde es wie ein Tauchunfall aussehen lassen. Oh, hätte ich dir vielleicht eher einen italienischen Akzent geben sollen. Diese Truthähne werden wohl mit Betonschuhen schwimmen gehen, aber ich werde es wie einen Tauchunfall aussehen lassen. War das besser jetzt? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich bin kein Rassist! Eine kostenlose Attraktion wurde damit inventar. Oh, eine kostenlose. Ich habe ein Füllhorn gekriegt. Aber ich glaube, so ein Ding habe ich schon. Und zwar hier irgendwo in meiner. Ach so. Was ist denn hier? Wo ist hier alles? Alles ist weg. Hier. Lass mal schauen, wie du aussiehst. Da. Ich wusste doch, sowas habe ich schon. Da steht schon ein. Da steht, Daten werden geladen. Also es war gar kein Füllhorn, sondern es war nur ein Datennachlade-Repetier-Schuss. Nicht Scheiß. Ich wollte nicht Scheiß sagen. Nein, EA macht keinen Scheiß. EA macht nur coole Sachen. Coole Sachen. Und EA schenkt mir Spiele, habe ich gehört. Die neuesten und die besten und so. Hallo EA? Habt ihr das auch gehört? Sichere dir einen Schnäppchen-Angebot für Thanksgiving-Items. Ach so, ich war ja eh am Überlegen. Hier, jetzt habe ich schon 128.
gibt dir hier diese ganzen Boni-Dinger, wo ich überall wieder was zurückbekomme. Ich hatte mir letztens mal durchgerechnet, ich bräuchte 155, um diese drei hier zu bekommen. Jetzt habe ich nur noch 6 Tage quasi Zeit. Ob ich es schaffe in 6 Tagen? Ah, ich muss gucken. Ich muss gucken, ich habe gar kein Auto. Flum, flum. Ja, auf dich kriege ich die ganze Zeit, aber du bist nur meine Rattlesnake. Zieh, Django. Django-Natter. Hier bin ich nicht vorhin rausgescrollt. Frechheit. Frechheit. Ich. Wo ist mein Big Claw? Eigentlich müsste ich ja jetzt hier fertig sein. Schwupp. Und dann... Ha! Dad, ich flehe dich an. Bring es nicht um. Moment, ich glaube, er versucht mir irgendwas zu sagen. Hör dir das an, Lisa. Dieser Typ ist witzig. Und besser noch, er findet, dass ich es bin. Was? Du bist nicht witzig, Homer. Du bist der unwitzigste von den ganzen Simpsons. Ihr seid also jetzt Freunde? Wir sind Feinde. Wir hassen uns gegenseitig. Nicht. Homie, Baby. Der ist ja so. Lieber Spieler, die Zeilen meines Dads sind absichtlich dumm, um zu zeigen, dass er die Intelligenz und das komische Gespür eines Truthahns hat. Du kannst mir ja viel. Die guckt mich direkt an. Die süße kleine Lisa guckt mich direkt an. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das sehe, dass mich jemand von denen direkt anguckt. Sprichst du direkt mit mir, kleine Lisa? Ich glaub dir kein Wort. Du bist wie die Bild-Zeitung im Moment. Ich glaub dir kein Wort. Wenn du über einen dieser Witze gelacht hast, solltest du dich so schlecht fühlen wie wir, als wir sie geschrieben haben. Ich hab nicht gelacht. Ihr seid voll unkomisch. Wer sagt denn, dass ich hier lache? Wer sagt denn, dass ihr komisch seid? Keiner lacht über eure Witze. EA! Das gefährlichste Tierjagen. Schaulustig aufgepasst, du hast Homers animierten Job. Das gefährlichste Tierjagen freigeschaltet. Ja, Baby. Und verloren habe ich aber trotzdem. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix hat mir das gebracht. Ach, es geht's noch weiter. Glückwunsch, du hast das gefährlichste Tier beendet. Am Ende ist es ein Mensch. Ja, das war eigentlich zu erwarten. Begleite Homer dabei, seinen neu gefundenen gefiederten Freund zu domestizieren. Och, das arme Tier. Jetzt wird's doch noch gequält. Dieser arme Truthahn wird große Hilfe brauchen, wenn er in der Zivilisation leben will. Will er vielleicht gar nicht. Ja, wir dürfen nicht zulassen, dass er verwahrlost und wie Mo endet. Achso, ich soll ja nicht lachen. Nein, ich fühle mich schlecht, weil ich über die Witze gelacht habe. So. Du musst ihn über die Gefahren der modernen Welt aufklären. Autos, Giftstoffe, Bart. Ich hab nicht gelacht. Alles gut. War nicht lustig. War überhaupt nicht komisch, EA. Ihr seid Schlafmützen, Trantanten. Geht es andersrum? Tranmützen und Schlaftanten? Ja, keine Ahnung. Ich kann ihm auch das beste Fastfood und die schlechtesten Fernsehsendungen zeigen. Endlich kann ich der nächsten Generation etwas weitergeben, außer Schulden. Ja, lass auch mein Big Claw den Traktor-Pulling-Sender. Oh, Traktor-Pulling habe ich früher gern geguckt. Heute ist es für mich nur noch scheiß Umweltverschmutzung, aber früher habe ich es gern geguckt. Früher fand ich es cool. Da wusste ich noch nicht, was abgeht, aber Traktor Pulling ist cool. 60 Minuten. 60 Minuten? Wo soll ich so viel Zeit hernehmen? Lass Homer ein Käsesteaks. Wie geht das? Homer macht doch schon. Lass Homer noch mehr. Hallo? Das ist mein armer Homie. Mein armes Homie-Baby ist jetzt wieder hier durchgesetzt. Achso, ich habe eins vergessen gehabt. Nee, ich sag das jetzt nicht mehr. Das muss ich irgendwie anders einfügen dann. Ich glaube, dass war es jetzt vorerst zumindest. Ich muss mal gucken. Setze ich die zwei anderen dann da noch mit rein? Gibt ja noch 2 Aufträge und ich denke mal, dass es wohl erst dann. Ach, ist egal. Dann gibt's halt noch ein zweites Video zum Truthahn. Zum Truthahn-Schlachtfest. Ach nee, Ernte Dank heißt es ja, nicht Truthahn-Schlachtfest. Du arme Sau! Proper! Meister Proper! Der putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. War das nicht so? Meister Proper putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Meister Proper! Ja, wenn ihr das nicht kennt, dann seid ihr zu jung.
Oder ihr habt einfach nicht so viel Werbefernsehen geguckt wie ich. So, ich muss jetzt hier erstmal. Achso, ich wollte schon der Michi zeigen. Ich wollte es erst. Jetzt habe ich so lange geschafft, ohne mir die Aufnahme zu zerkloppen, aber egal. Erstmal gibt's jetzt hier einen Donut. Und dann gibt's jetzt hier einen Bonuspreis. Trommelwirbel, Glückwunsch, du hast Überraschung. Du hast Überraschung gewonnen. Du hast Überraschung gewonnen. Gut. Ich hätte gern ein E, zwei E, ein I und ein N. Dann hätte ich nämlich eine Überraschung gewonnen. Wenn ich jetzt Buchstaben gewinne, dann kotze ich auf den Monitor. Ein Fischteich. Ernsthaft, EA? Ein fucking Fischteich? Ich sag da jetzt nichts zu. Ich meine, also. Das ist ja nicht zu fassen, womit die mich hier abspeisen wollen. Mit dem scheiß Popelfischteich. Ein Teich. Ist ja wahrscheinlich ist er noch verdreckt und versifft. War bestimmt vorher noch am. Hier, da, am Nuklearkraftwerk. Ja, ansonsten, jetzt ist im Moment nicht mehr viel übrig. Also ich kann jetzt hier noch versuchen, 60 Minuten lang rumzulabern. Nee, das mache ich aber nicht so. Ich würde eher sagen, wenn es euch denn gefallen hat. Also es wird jetzt wohl noch ein zweites geben, obwohl es kommt darauf an, wie lange geht denn das seltsame Event hier noch. Ist schon wieder alles weg. Scheiße, Event ist schon vorbei, oder was? Okay, dann ist dieses Event hiermit beendet. Dann gibt es auch keinen zweiten Teil mehr. Dann gibt es ja wahrscheinlich irgendwann, wenn das Weihnachts-Event kommt, oder das Winter-Event dürfte es ja dann wieder heißen. Das hieß das letzte Jahr auch schon Winter-Event. Hieß ja schon nicht mehr Weihnachts-Event. Ein Schelm, wer Böses denkt. Mich persönlich stört es nicht. Ich feiere Weihnachten im herkömmlichen Sinne sowieso nicht. Von daher ist es nicht ganz so. Ist es nicht ganz so wild. Für mich, wenn das Winter-Event heißt und nicht Weihnachts-Event. Ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass das nächste Video dann kommt. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie lange das Dings noch gehen würde, aber sehr wahrscheinlich noch etwa 6 Tage. Ah, das ging bis 30. Das bis 30. Ich glaube schon, bis 30. November, glaube ich, stand da geschrieben. Es gibt auch keine Tiere mehr und so Kram. Also ich habe wirklich alles. Alles bis auf die 3 Jobs, die Homer hier noch machen muss. Habe ich gemacht und die werde ich euch dann sehr wahrscheinlich vor die Nase halten. Wie gesagt, wenn das Winter-Event bzw. das Weihnachts-Event startet. Und deswegen würde ich sagen, bis dahin, wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht ohnehin schon längst getan habt. Ich wünsche euch noch einen abgefahrenen Tag da draußen. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.